Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon im Hintergrund, wir spielen heute einfach mal einen Sandkrabben-Simulator. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt genau machen. Auf jeden Fall, ihr seht es im Hintergrund, Leute, hier stehen schon die ersten Schritte. By the way, wie immer, Liveflug ist auch noch mit am Start. Was geht? Und ich würde sagen, wir lesen uns das Ganze jetzt erstmal durch. Okay, willkommen zum Sand-Digging-Simulator, Leute. Step 1. Dicksand. Heißt, wir müssen einfach nur Sand buddeln. Equippt euch eine Schaufel, einen Löffel oder irgendwas. Was hast du da in der Hand? Womit rennst du da gerade rum, Junge? Mit einem riesigen Löffel, Digga. Das ist ja, was ist das, Junge? Yeah. Auf jeden Fall müssen wir uns auch irgendwas schnappen, Leute, mit dem wir buddeln können. Und laufen damit dann quasi einfach ein bisschen über die Map und suchen uns ein paar Stellen, wo wir was graben können. Step Nummer 2 ist, dass wir dann den Sand, den wir quasi gebuddelt haben, verkaufen für Coins. Dafür kriegen wir halt dann Coins. Und mit denen können wir dann halt zu einem Shop gehen und davon noch ein paar Sachen kaufen. Und unser Ziel für die heutige Map ist es auf jeden Fall, in neue Zonen reinzukommen, die man aber erst freischalten muss und ein paar Sachen zu erreichen. Digga, warum? Ey, über meinem Namen steht einfach Noob. Was soll das? Das Spiel weiß einfach Bescheid. Die haben einfach gruselig, oder? Gar nichts. Die haben einfach keine Ahnung, wer ich bin, Leute. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was wir da genau machen. Wir haben. Ich habe einen Eimer auf dem Rücken. Okay, dann würde ich sagen, graben wir mal los. Ich glaube, das dauert ewig, wenn man gräbt, ne? Ich habe mir gerade eine neue Schaufel gekauft. Echt? Oha, ich will auch eine neue Schaufel. Okay, Leute, warte, wir machen das jetzt erstmal so. Dann müssen wir das Ganze für Coins verkaufen. Ah, jetzt kann ich zwei Sand gleichzeitig abbauen, okay. Okay, ich glaube, ich habe es langsam verstanden. Okay, Leute, wir pushen jetzt mal ein bisschen. Wir sagen jetzt nicht Luke, aber wir bezahlen jetzt einfach ein paar Robux, damit es hier ein bisschen schneller geht. So, ein bisschen Geld holen. Wo hast du dir die Schaufel gekauft? Also du musst hier deinen Sand verkaufen, hier hinten bei Sell. Okay, ja, ganz normal. Und genau gegenüber ist der Shop. Ganz easy, hier springen wir jetzt einmal rein. Zack, Leute. Und wir haben direkt 17 Goldmünzen. Und ich würde sagen, da kaufen wir uns jetzt direkt mal eine neue Schaufel. Digga, es gibt voll die krassen Sachen. Aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, gehen wir noch ganz kurz ein bisschen weiter graben. Alter, was hier für kranke Sachen gibt. Yo, guck mal den Shop. Alter, es sieht aus wie eine Fortnite-Pickaxe. Ein Raketenwerfer. Es gibt einen Thanos-Handschuh und... Es gibt einen Hammer. Oh mein Gott, Alter. Okay, das ist echt krass. Okay, Leute, wir brauchen ganz wichtig jetzt erstmal einen größeren Eimer. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde sagen, den kaufen wir uns jetzt einfach mal, weil damit können wir hier easy auch mal mehr looten. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, weil unser Ziel ist es natürlich, dass wir hier mal die nächste Zone freischalten. Weil ich glaube, umso weiter man kommt in diesem Game, umso mehr kannst du auch bekommen. Deswegen ein bisschen Gas geben. Hä? Warum? Lol. Manchmal mache ich den Sand weg und darunter ist einfach eine Krabbe. Okay, das ist sehr, sehr cool. Was ist das? Oha, Diamanten. Die holen wir uns auf jeden Fall mit. 300 Sand lagern. Ja, ich kann jetzt auch 5000 Sand lagern. Bisschen mehr als du, aber... Bisschen. No front. Was soll ich jetzt sagen? Okay, wir haben jetzt echt schon ordentlich Stuff. Ey, so viel Sand kann ich gar nicht sammeln. Warte mal, wir müssen mal in die nächste Zone. Ah, guck mal, die nächste Zone ist da vorne. Crystal und kostet 1000 Coins. Rate mal, wer 1000 Coins hat. Ich nicht. Ich schon. Deswegen, Leute, gehen wir mal weiter. Weil ich glaube, da sind halt diese ganzen Sandhügel ein bisschen größer. Da kann man eh mehr farmen. Und bam. Let's go. Ich bin der Nächste. Ich kann sogar noch mal in die Nächste. Oha. Hier baust du die Dinger ab und kriegst direkt 195. Boah, das freut mich voll für dich. So, wir sind einfach schneller als Luca, Leute. Und das ist die Hauptsache. Einfach hier ein bisschen abbauen. Man kennt's. Zack und zack. Und Leute, hier liegen Coins rum. Wir checken mal, wie viele das sind. Und okay, nur 3. Okay, ich hätte jetzt ein bisschen mehr gerechnet. Aber ist ja nicht schlimm. Wir können... Oh, wir können, by the way, wieder Tiere kaufen. Okay, Leute, werden wir gleich auf jeden Fall mal in den Shop gehen. Weil ich glaube, Tiere können hier wieder richtig weiterhelfen. Die sind dann wieder sehr gut erweckt. Und... Oh... Wir haben einfach eine Goldmünze, so einen ganzen Stapel davon gefunden. Sehr, sehr, sehr geil. Und komm, let's go, Leute. Wir gehen weiter. Und bam. Gehen hier mal in die nächste Zone. Und jetzt ist hier alles lila. Wir haben einfach lilanen Sand. Oh, let's go. Du kannst einfach 1500 Sand abbauen. Mit einem kleinen Hügel. Was kann man denn mit diesen Krabben und diesen Diamanten kaufen, weißt du das? Nee, müssen wir gleich mal abchecken im Shop. Alter, hinten ist richtig krass, ne? So, wir gehen verkaufen. Let's go. 5000 Münzen haben wir bekommen. Oh mein Gott. Alter, das ist ja übelst schlau. Okay, Leute, wir gehen weiter farmen. Wir brauchen noch mehr Geld. Wir brauchen noch mehr Geld. So, let's go. Wir brauchen mehr Sand. Wir brauchen mehr Sand, Leute, damit wir ins nächste Level können. Wobei, oh, 50.000 Coins kostet es. Oha, Leute. Okay, das ist sehr, 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 sehr viel. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen farmen. Und boom, Leute, wieder 5.000 Coins bekommen beim Verkaufen. Ich würde sagen, wir upgraden nochmal ganz kurz hinten den Eimer, weil wenn wir ein bisschen mehr sammeln können, müssen wir nicht immer so doll hin und her rennen. So, wir nehmen den Eimer und... Jetzt müssen wir hier richtig ausrasten. Wir brauchen was Krasses, Leute. Okay, hier 25.000. Den holen wir mal mit. Dann haben wir... Oh mein Gott, das sieht doch geiler aus. Ich habe jetzt einfach einen blauen Eimer auf dem Rücken und eine rote Schaufel. Let's go, der Hase. Damit können wir einfach viel... Hä? Digga, wenn du einen krasseren Eimer auf dem Rücken hast,
Hey, warum haben wir gerade mit einmal abbauen 1500 bekommen? Wie ging das? Vielleicht ich bekomme 6. Nee, aber ich bekomme eigentlich auch nur 200. Also, es ist immer noch mehr als du, aber... gerade habe ich mit einmal abbauen auf einmal 1000 irgendwas bekommen. In welcher Zone bist du? In der dritten? Ja, aber ganz komisch. Ich glaube, weil eine Krabbe unter dem Hügel war. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich sehe gerade, da hinten sind Geschenke. Leute, denkt ihr mal, kann die aufmachen? Warst du schon mal bei einem Geschenk? Nee, bisher probier's. Nicht. Probier's. Hallo? Okay, geht wohl nicht, Leute. Wir müssen jetzt einfach nur die komplette Zeit lang hier was farmen. Was ist denn das? Hä? Warum? Luca, das ganze Level besteht einfach nur daraus, Sand zu buddeln. Ja, es ist ja auch ein Sandbuddel-Simulator. Ja, warum spielen wir denn eigentlich gerade? Es macht doch voll Spaß. Willst du nicht sagen, dass es Spaß macht? Ey, auf Real Talk, Leute. Ich finde so Maps, wo man irgendwas erreichen muss, finde ich echt geil. Das Problem ist nur, wenn ich da YouTube-Videos bei aufnehme, dann sind die immer diese Aufnahmen. Ihr seht im Endeffekt immer so ein 10-Minuten-Video oder so, irgendwas ganz Chilliges. Aber meistens sind die Aufnahmen, keine Ahnung, so eine Stunde lang oder so, weil wir so viel rausschneiden, weil ich zwischendrin die ganze Zeit am Farmen bin. Deswegen müssen wir jetzt mal abchecken, dass wir heute nicht ganz so lange machen. Okay, ich habe jetzt schon ungefähr 10.000 Sand in meinem Eimer. Wir können einfach 25.000 Sand da reinmachen. Es ist ja nicht mehr normal. Aber ich würde sagen, Leute, unser Plan ist es, diese Wand hier noch aufzubekommen. Wir müssen noch in die Wüste. Und wenn wir in der Wüste angekommen sind, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal geschafft für das heutige Video. Und deswegen müssen wir jetzt hier noch ganz fleißig weitermachen. Aber Leute, ich würde sagen, ich laber hier auch nicht so viel drum herum. Wir spulen jetzt einfach noch mal ein klein bisschen vor, weil nicht, dass es für euch langweilig wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder ein bisschen mehr Coins habe. Let's go. So, Leute, nach gefühlt 4000 Jahren, die ich jetzt hier Sand gebuddelt habe. Ihr seht schon, wir haben 41.000 Coins und wir haben wieder einen komplett vollen Eimer hinten. Alles ist voller Sand, den gehen wir jetzt noch ganz schnell verkaufen. Und dann hoffe ich mal, wenn wir den jetzt verkaufen, dass wir dann die 50.000 voll haben, Leute. Und dann quasi in die Wüste rein können. Luca, wo bist du inzwischen? Ich gehe gerade meinen Cash verkaufen, damit ich mir die vierte Schaufel kaufen kann. Oh, let's go. Ja. Naja, ich hatte schon relativ früh eine gute Schaufel. Die ist nämlich vom Himmel gefallen. Aber gut, da ist er ja auch, der Rookie. Und ich gehe drauf, wie viel kriege ich? Oh, was? 25.000 habe ich bekommen. Ich krieg, wenn ich einmal meinen vollen Eimer verkaufe, 25.000 Coins. Ding. Den einen holen wir noch mit. Aber ich würde sagen, Leute, let's go. Wir gehen jetzt erstmal in die Wüste. Die können wir nämlich jetzt freischalten. Und da bin ich mal gespannt. Denkt ihr, wir bekommen da mehr? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind einfach nur größere Hubbel, wo man mehr abbauen kann auf einmal. Aber ich glaube, die nächste Stufe wäre es dann wieder eine bessere Schaufel zu kaufen, Leute. Aber ich glaube... Oh, by the way, mein Name hat sich wieder geändert. Über mir steht jetzt Digger. Oh yeah, Digger. Und wir drücken auf Kaufen, Leute. Let's go, der Hase. Und, boah, wir sind einfach drin. Digger, ich bin einfach in der Wüste. Yo, das nächste Level kostet 500.000 Coins. Oh mein Gott. Hab ich schlecht safe zusammen. Digger, in der Wüste kannst du an einem Ding 16.000 Sand abbauen. An einem einzigen Hügel. Oh mein Gott. Okay, aber Leute, auf Real Talk, da braucht man eine bessere Schaufel. Das dauert ja Ewigkeiten. Gönnt euch mal, wie lange wir brauchen. Aber das gucken wir uns vielleicht nächste Folge an, dass wir uns eine bessere Schaufel kaufen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Würde mich echt mega freuen. Schaut gerne auch bei Luca aka Lames vorbei. Link ist in der Beschreibung. Wir sehen uns morgen beim nächsten Roblox-Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao. Und lasst ein Like da, wenn ihr Part 2 wollt. Ganz wichtig. Ciao.